So Leute, weiter geht's mit dem Kfz-Werkstatt-Simulator Part Nummer 3 und ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Repariere den Auspuff. Viel lauter als üblich, wahrscheinlich ist der Auspuff defekt. Okay, schmeißen wir die Kiste drauf und dann schauen wir uns die ganze Sache mal von unten an. Oh, der sieht schon ein bisschen durchgerostet aus, das stimmt. Falsche Taste, Entschuldigung. Also, der Auspuff ist anscheinend defekt. Wir sollten mal in den Prüfmodus. Zustand, wie sieht's mit den Rohre aus? Mittelteil ist halt komplett am Arsch. So, Mittelschalldämpfer-Cut ist okay. Vorderteil ist auch top. Und weiter vor können wir gar nicht gucken, sehe ich gerade. Doch. Zum Abgaskrümmer, aber der bezieht sich dann wieder eher auf den Motor. Alles klar. Dann bauen wir mal. Darf ich vielleicht mal wieder irgendwie. Ich möchte mal ganz gerne wieder hinter. Da ich keinen Bock hier das. Das kapiere ich manchmal echt noch nicht so ganz. Fahrgestell inspizieren jetzt. So, bauen wir einfach mal von hinten her alles aus. Schön dezent immer vier Schrauben. Wenn die natürlich in echt immer so schön aufgehen würden. So, und der ist auch noch durch. Mittelschalldämpfer. Typisches Problem. Rost halt und so. Total ungeschützt und alles. Zustand, Zustand, passt. Dann schauen wir mal, ob wir hier was reparieren können. Dann müssen wir neu kaufen. Okay. Das heißt, wir brauchen Endschalldämpfer und Schalldämpfer Mittelteil. PC. Gebrauchte Ersatzteile. Pfennig. Obwohl, warte mal, ich kann hier einfach mal schauen. Endschalldämpfer. Und Mittelschalldämpfer, irgendwas. Oder? Schalldämpfer, Mittelteil. Nee, oder? Och. Hey. Jetzt haben wir hier echt 31% und 36% nur. Also Endschalldämpfer und Schalldämpfer Mittelteil. Wir kaufen ab jetzt halt immer nur gute Sachen. Endschalldämpfer hier. Und Schalldämpfer Mittelteil. Den Universalschalldämpfer Mittelteil anscheinend. Gut. Bauen wir weiter. Beziehungsweise bauen wir wieder rein, würde ich sagen. Montage. Einmal hier bitte. Schalldämpfer Mittelteil. Vier Schrauben wieder reinklopfen. So. Brauchen wir doch nicht festschrauben. So, Akschmari. So. Das ist noch so die typischen Endschalldämpfer, wo der halt einfach ersetzt und gut ist. Runter. Fertig. Das heißt, nächster Auftrag bitte. So, ich habe das Gefühl, als wäre die Lenkung irgendwie anders als sonst. Können Sie es überprüfen? Eisen Sugar, mache eine Testfahrt und repariere die Lenkung.
Wir gehen jetzt erstmal ins Inventar. Verkaufen, 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 verkaufen. Die zwei Sachen können wir ja, denke ich, behalten. So, Testfahrt. Lenkung. Und wenn wir dann. Machen wir der VW. Geht doch top. Bisschen schwammig vielleicht, aber ansonsten. Ups. Da leuchtet auch irgendwie irgendwas auf. Auto zusammengefahren. Boah, okay, die Lenkung ist echt seltsam. Echt voll komisch. Irgendwie echt viel zu leicht. Schauen wir mal, was da ist. Linke Stänge ausgeschlagen, Manschetten irgendwie kaputt. Schauen wir, ob wir da von oben was entdecken können bei dem. Wo läuft bei dem die Lenkung entlang? Müsste ja rein theoretisch irgendwie hier sein. Servolenkungsstange. Perfekt, haben wir es doch schon. Rauf mit dir, rauf mit dir. Ups. Oh. So, Kumpel. Raus. Räder ab, oder? Du stand halt echt 16% nur. Das heißt, Spurstangen und Spurstangenköpfe raus. Jo, okay. Ich drücke mal Rechtsklick, ich Idiot. Räder wieder runter. Das ist Standardprozedere eigentlich. Das ist die Monsterschraube. Andere Seite wieder. Ja. Servolenkungsstange, warum geht die zu draus? Bin ich jetzt behindert? Vielleicht von unten. Hier ist das dann. Immer probieren. S wie Servo. Habe wir haben hier. Oh, schicke. Servolenkung 1,5. Bauen wir natürlich die neue rein. Glaube ich, vollkommen wurscht, auf welche Seite du was reinbaust. Das sind nämlich halt echt einfach 1 zu 1 dieselben.
Langsam komme ich auch halbwegs mit der Steuerung klar. Aber es ist trotzdem irgendwie immer wieder cool. Es ist voll genial zum Entspannen, das Game. Repaired. Nächster Auftrag. Beim Fahren kam Rauch aus dem Aufguss und ich denke, dass mein Benzinpumpe defekt ist. Können Sie die ersetzen? Ersetze die Benzinpumpe. Na logisch. Dann kaufen wir gleich mal eine. So, Kunden möchte ich in echt auch haben, die schon von vornherein wissen. Oh fuck, Benzinfilter. Ach. Benzinpumpe. Tu mal einen Filter halt einfach gleich mittauschen. Oder wie viel Kohle kriegt man dafür? Der ist 320. Ja, passt schon. Ist 74. Eine Intankpumpe. Hab kriegt einen neuen Benzinfilter da noch spendiert. Aber wir sind ja so ein. Hat. Wahrscheinlich hätte man den jetzt halt reparieren können. Ne, Glück gehabt. Fertig. Lass das Auto gleich oben. Das behalten wir. Ist halt. Entschuldigung, mein Stuhl. Unlogisch, dass alle Sachen an der gleichen Stelle sind. Nun, ich habe gerade meiner Frau ein Auto für ein paar Tage ausgeliehen. Nun scheint etwas am Getriebe nicht zu stimmen. Könnten Sie bitte einmal nachsehen? 2.500 Euro ersetze das Getriebe. Schauen wir mal von oben rein. So. Prüfmodus. Gut, geht nicht. Getriebe checken geht auch nicht. Gut. Ich schmeiß mal rauf den Hobel. Also wie man immer gleich alles ersetzt, ist halt schon krass. Wir müssen Räder erstmal hier runter machen. Entschuldigung. Vergesse ich immer wieder. Jetzt du von mir. Passt schon mal. Hi. Da raus. Getriebe, Getriebe. Konnten wir das nur von oben machen? Nee, nur von unten, okay. Ich jetzt halt irgendwie blöd. Das ist, bei mir ist hier, das ist Getriebe. Das ist auf jeden Fall fertig, das sehe ich doch. Anlasser. Hat ja hiermit nichts zu tun. Getriebe ist hier.
Ich will ich da jetzt halt nicht stoppen. Getriebe ist hier. Getriebe muss raus. Ja, der Anlasser muss ja weg. Das habe ich schon gecheckt. Habe ich das letzte Mal da noch was anders gemacht? Anlasser von oben weg gebaut. Ja, war ja klar. Schmarreider. Ja, ich sehe, der von oben durch die Motorhaube ein Getriebe ausbaut. Heieieiei. Den zeigst du mal. Jetzt schauen wir doch natürlich mal gleich wieder hier rein. Nicht, dass hier auch noch was kaputt ist. Getriebe Eingangswelle, Ausgangswelle. Aber. Sieht ja schon mal recht vernünftig aus. Bauen wir das wieder alles rein, schnell. Und dann als nächstes kaufen wir uns erstmal ein Getriebe. Kupplungsausrücker. Nee, 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 du kommst mir noch nicht hier rein. Bei dem Getriebe kannst du ja nochmal reparieren lassen. Getriebe wieder auf 100%. Es rät sich halt immer auch die umliegenden Dinger zu untersuchen, sprich wie jetzt eben Kupplung und so. Sind schon schicke Felgen. Ich schaue bis da vorne. Hilft es mir ehrlich gesagt nichts, wenn ich da hinten boah, rumdüse. Sehr gut, auch drinnen. Komm, Klappe hier zu. Klappe zu, Affe tot. Perfekt. Könnten Sie bitte einmal nachsehen? Ja, habe ich gemacht. Okay, nächster Auftrag. Ich habe das Öl seit längerer Zeit nicht mehr gegessen. Ich muss dringend einen Ölwechsel durchführen lassen. Ich werde hier warten, bis mein Auto fertig ist. 200 Euro Bar, Ölwechsel und Ölfilter. Jo, machen wir im nächsten Part. Bis dann, haut rein, ciao!